Vor wenigen Wochen kehrte ich aus Hawaii zurück. Und natürlich fragten viele meiner Freunde, na, wie war's denn? Bist du mit Delfinen geschwommen? Bist du mit Walen geschwommen? Ja, ich darf's vorwegnehmen. Auch das ist vorgekommen an den 4 Tagen, die ich frei hatte. Es gab viele Tage voller Arbeit, aber eine Geschichte, die hat mich ganz besonders berührt. Mehr als das Schwimmen mit Walen und Delfinen. Die Geschichte würde ich gerne mit dir teilen. Das ist die Geschichte von einer älteren Dame, die mit einem ganz besonderen Anliegen zu mir kam. Lass dich überraschen. Wer schon mal ein Reading mit mir hatte, der weiß, vor 10 Uhr, da ist nicht so viel mit mir anzufangen. Und deshalb lasse ich mich nur sehr ungern überreden zu einem Reading vor 10 Uhr. Tatsächlich aber ist in Hawaii, in der Hotelanlage, in der ich arbeitete, genau das geschehen. Die Spa-Direktorin bat mich doch, an meinem vorletzten Tag um 8 Uhr morgens ein Reading mit einer älteren Dame zu halten. Und weil es eine ältere Dame war und angeblich nur 8 Uhr morgens zur Verfügung steht, habe ich mich dazu hinreißen lassen und sagte, okay, es wird ja wohl um die Gesundheit gehen. Tatsächlich war es dann auch nach dem ersten Eindruck so, dass, als die Dame hereinkam, ich mein Augenmerk völlig auf Merkmale im Gesicht richtete, die mit Gesundheit zu tun haben. Ich sah natürlich Fältelungen, kein Wunder bei einer älteren Dame. Ich sah, dass sie beispielsweise Gewebeveränderungen in der Höhe des Kiefers hatte, dass sie Querfalten durch das Philtrum hatte, dass sie Querfalten an der Nasenwurzel hatte. Alles Hinweise auf Osteoporose und auch der Gang der älteren Dame, der es eher geknickt war, ließ darauf hindeuten, dass es sich vielleicht um Osteoporose handelt. Außerdem sah man rote Wangen. Rote Wangen können auch bei älteren Herrschaften für Altersdiabetes stehen. Und man sah natürlich auch noch viele weitere Merkmale, die hauptsächlich dem Alter zugeordnet werden, wie zum Beispiel die Pergamenthaut, die auf ein Leiden der Nieren hinweisen. So war ich gebrieft auf ein Reading, das vermutlich um Gesundheit geht. Und ich war deshalb ganz überrascht, als ich der Dame in die Augen blickte. Durch die gebückte Haltung war das nicht so leicht möglich, aber ich konnte beim Blicken in ihre Augen ganz viel Lebendigkeit erkennen und freute mich, dass sie irgendwann dann mal vor mir Platz nahm. Ich sagte zu ihr, liebe Dame, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Es ist ein bisschen arg früh, aber ich gebe mir beste Mühe, dass ich das, was Sie wissen wollen, aus Ihrem Gesicht herauslesen kann. Worum geht's denn? Und da überraschte mich die gute Dame, denn sie sagte Folgendes. Also, das Wichtigste, was Sie mir mitgeben könnten, ist, ich will einfach mehr über mich erfahren. Ich sagte, Sie wollen mehr über sich erfahren. Darf ich erst mal etwas erfahren? Ja, junger Mann, was wollen Sie denn wissen? Ich würde gerne erfahren, also wenn ich das darf, wie alt sind Sie eigentlich? Und sie, ach du meine Güte, das muss ich erst mal nachrechnen. Gut, ich kann Ihnen auch helfen. Nein, nein, das mache ich schon selbst. Ich bin 34 geboren, ich bin 86. 86? Ja, ja, aber das sind doch nur Zahlen. Sag ich, ja, aber Hut ab. Alle Achtung, mit 86 kommen Sie zu einem Face-Reading und Sie wollen mehr über sich erfahren. Wieso denn das? Sie meinte, man lernt nie aus. Und ich, Hut ab, das freut mich. Und ich würde Ihnen gerne etwas über Sie erzählen. Sie wissen wahrscheinlich schon alles. Eines wissen Sie vielleicht aber noch nicht. Kennen Sie denn Ihre Lebensaufgabe? Die ältere Dame schaute mich an und sagte, Lebensaufgabe? Sowas kann man lesen? Sag ich, natürlich, auch das geht im Face-Reading, im Gesicht lesen. Wenn wir eine chinesische Technik namens Xiangmian, die man übrigens bei mir im Kurs lernen kann, wenn man die beherrscht, dann kann man auch Lebensaufgaben herauslesen. Indem man zum Beispiel die Persönlichkeit sich genau anschaut, dann auch auf die Talente ein wenig achtet und die Lernsätze eines Menschen herausfiltriert. Sie sagte, das würde mich sehr interessieren. Wissen Sie, ich bin immer noch so geschäftig und ich habe manchmal das Gefühl, ich laufe vor meiner Lebensaufgabe, vor meiner Bestimmung davon. Sag ich, haben Sie denn so viel zu tun? Ja, sagte sie. Bis 12 Uhr pflege ich meinen demenzkranken Mann, aber danach bin ich wieder berufstätig. Man muss ja irgendwas machen. Sag ich, Sie sind noch berufstätig mit 86? Ja, sagte ich. Ja, wollen Sie denn ewig arbeiten? Habe ich Gott sei Dank nicht gesagt, war aber in meinem Kopf, obwohl ich ja selbst auch immer den Menschen sage, ich werde ewig Gesicht lesen. Sie sagte, ich arbeite immer noch und mit großer Begeisterung, übrigens als Immobilienmaklerin.
Und da hat es mir dann beinahe die Stimme verschlagen, denn eine 86-jährige Immobilienmaklerin, die in Honolulu auf Hawaii arbeitet und halbtags noch ihren demenzkranken Mann pflegt, das ist schon was sehr Beachtliches. Da können auch Male und Delfine nicht mithalten. Also gut, ich machte mich auf den Weg zu ihrem Gesicht und ich sah, sie hat drei Gesichtsformen anzubieten. Unter anderem das sogenannte Fassgesicht. Ist nicht schön, wenn man das den Kunden sagt, aber auch Jade und ein wenig Feuer. Diese Mischung von drei Gesichtsformen, wenn ihr bereits Videos von mir gesehen habt, dann habt ihr festgestellt, drei Gesichtsformen, das ist immer sehr bunt, sehr viele Facetten und Menschen mit drei Gesichtsformen werden sehr oft missverstanden. Aber diese Dame war nicht misszuverstehen. Sie lebte ihre drei Gesichtsformen, denn Jade steht für Kreativität und Feuer steht für Leidenschaft, aber das sogenannte Fassgesicht, im Englisch Bucket Face, das steht für jemanden, der etwas erschaffen möchte, der Fußspuren hinterlassen möchte, der eine Legacy, eine Erinnerung an sich, an die Menschen weitergeben möchte. Und ich dachte mir, möglicherweise liegt es daran. Ihre Augen, die waren sehr interessant, denn ihre Augen waren spitz zugestellt zur Nase, also wie Pfeile der Nase zugerichtet. Für Gesichtleser ist dies ein Zeichen für proaktiv. Das ist kein Mensch, den man anstoßen muss, schubsen muss, der auch nicht geschubst werden möchte. Das ist ein Mensch, der will etwas erschaffen, der ist in der Bewegung, da geht immer was, auch mit 86. Und diese Dame hatte eben diese Augen und diese Augen, und das war das Besondere, zeigten auch, dass Augenliddeckel einen Teil der Augenballen verdeckte. Das sind eigentlich Tagträumer. Ein Tagträumer, der gut pushen kann. Das ist vielleicht ein Widerspruch, könnte aber auch auf einen Visionär hindeuten. Und normalerweise sehen wir bei einem Jade-Gesicht mit derartigen Augen große Pupillen. Und die großen Pupillen, die stehen für Vorstellungskraft und für Träumerei. Die ältere Dame hat aber kleine Pupillen. Und die kleinen Pupillen, die stehen eigentlich für Lernen, für Erkennen, für Vergleichen. Kurz gesagt für Zahlen und Excel-Sheets. Das war schon ein wenig überraschend und deshalb achtete ich auch auf ihre Mimik. Und der Mund von ihr, der war auch besonders. Er war immer noch volllippig und er war groß. Und dieser Mund war in Aktion und wenn sie sprach, dann blühte sie auf. Und das war fast wie ein Gespräch mit Julia Roberts. Es war ein toller Moment. Lediglich, wenn sie ins Detail ging, also wenn sie genau sagte, wie sie etwas sieht oder haben möchte, da spitzte sich der Mund zu. Und ähnlich wie die Augen konnte man sagen, dass diese Mundspitzen wie Pfeile auf einen abgeschossen werden konnten. Man hatte das Gefühl, oh, die ist doch sehr stark in der Führung und sie tut, was sie will und sie weiß, was sie will. Und wenn sie sich mal eine Meinung gebildet hat, dann lässt sie sich auch nicht so sehr abbringen davon. Ich bat sie, erzählen Sie doch mal, wie ist denn das, wenn Sie den Reichen hier ihre Villen besorgen oder ihre Apartmentanlagen? Oder sind das vielleicht gar nicht reiche Menschen? Doch, doch, sagte sie, es sind meistens vermögende Menschen. Und ich sagte, Und wie ist das für Sie? Und sie sagte, ach, es tut mir gut zu sehen, dass ich diesen Menschen helfen kann, dass sie die richtige Anlage finden. Und ich sagte zu ihr, aber es bleibt nichts, stimmt's? Sie meinte, ja, es bleibt nichts. Man gerät dann doch in Vergessenheit, weil man vielleicht eine besondere Immobilienmaklerin ist, aufgrund des Alters, und dann ist man vielleicht mal eine Geschichte wert. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas hinterlassen kann. Ich habe zwar drei Töchter, die sind alle am Kränkeln und deshalb kümmere ich mich auch noch um die, aber eine andere Hinterlassenschaft habe ich nicht. Ich habe nicht mal Enkel. Aha, das ist sehr interessant. Aber ich glaube, ich habe eine Antwort für Sie. Und sie sagte, Sie haben eine Antwort für mich, sage ich. Ja, Ihre Lebensaufgabe ist klar erkennbar für mich. Sie haben das Talent zu führen. Sie haben das Talent, Dinge zu erschaffen. Sie haben das Talent, Vorstellungskraft, Kreativität, Träume umzusetzen. Und Sie haben auch genug Energie dafür. Und Sie haben vor allen Dingen eines, Lebenserfahrung. Wenn man das alles zusammenführt, dann könnte man das auch für jemanden anderen tun. Ihre Lebensaufgabe heißt, wenn man es übersetzt ins Englisch, Star Chaser, den Sternen nachjagen. Sie haben vielen Menschen geholfen, den Sternen nachzujagen, ihr richtiges Haus, ihr richtiges Heim zu finden. Haben Sie Ihren Stern schon gefangen? Sie wurde ein bisschen nachdenklich, eine typische Männergeste übrigens, sie griff ans Kinn und rieb sich doch eine Weile das Kinn und überlegte, habe ich meinen Stern gefunden? Und sie sagte, na so halb. Und ich sagte, ja, Sie tun viel, wofür Sie Talent haben, das gibt Ihnen auch viel.
Aber es bleibt nichts. Und deshalb würde ich Ihnen heute raten, überlegen Sie doch mal, ob Sie auch für jemanden die Sterne fangen können und herunterholen können, der nicht das Geld dazu hat oder die Mittel dazu hat oder die körperliche Größe dazu hat. Jemand, der nicht so viel Lebenserfahrung hat wie Sie. Dann leben Sie den Star Chaser nachhaltig und Sie werden, und man wird sich an Sie erinnern und Sie werden das Gefühl haben, jetzt spüre ich, jetzt weiß ich, wofür ich da bin. Die ältere Dame lehnte sich zurück, überlegte noch ein bisschen. Dann sagte sie, ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich sagte, voller Neugier, super, das will ich auch wissen. Was machen Sie denn jetzt? Junger Mann, das sage ich Ihnen nächstes Jahr, wenn Sie wiederkommen. Und damit musste ich mich zufrieden geben. Wenn du mehr über Gesichtsformen erfahren möchtest, dann hol dir doch den Online-Kurs Die drei häufigsten Gesichtsformen. Wenn du mehr erfahren möchtest über Lebensaufgaben und Archetypen, die den Lebensaufgaben zugeordnet werden, dann freue ich mich auf deinen Besuch bei unseren Xiangyan-Kursen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch ganz einfach und abonniere meinen Kanal. I see you.